Guten Morgen und ich wünsche euch einen wunderschönen, wunderschönen dritten Advent. Ich habe hier eine Kerze, die sieht man nur nicht immer so gut, weil das Bild so. Ah, ich verschiebe euch jetzt nicht, weil sonst ist ein bisschen doof. Genau. So, also, ich habe hier einen richtig, richtig fetten Umschlag. Der ist richtig dick und das öffne ich am Ende. Heute beginnen wir mal wieder mit Andrea Gomolls Kalender. Und ich suche die 17. Hier mittendrin bei der Weihnachtssocke. Ah, ist schon wieder was kaputt gegangen. R4, das heißt, ich darf rubbeln. Das mache ich aber ohne euch. Ihr wisst, Andrea möchte nicht, dass hier jeder alles runterladen kann, denn dahinter befinden sich QR-Codes und ich respektiere diesen Wunsch. Nicht diesen Vorschlag, diesen Wunsch natürlich. Was ich aber mit euch machen kann, ist hier rubbeln. Und zwar brauche ich dafür eine Unterlage und meine Rubbelhilfe. Und ich würde sagen, ich nehme das hier. Das sind 3 plus 7 sind 10. €10. Haben wir hier. Super. Und dann rubbel ich mit euch natürlich noch bei Susans Adventskalender. Die goldene Mitte und ich habe gestern gar nicht fertig gerubbelt. Macht aber auch nichts. So, das sind 30 Cent. Die habe ich gerade noch, glaube ich. Cent. Schreiben wir auf. Siebzehnter, zwölfter, 30 Cent und dann sind wir bei 20, 25, wenn ich richtig gerechnet habe. So, hier ist es. Und hier sind 30 Cent. Sehr schön. Gut, dann beginnen wir mit Annabels Adventskalender mit der Zahl 17. Nicht kaputt gehen, bitte. Tropfen fangen. Eine Rubbel-Challenge, Beträge von 5 bis 25 Euro, Sparsumme 150 Euro. Wunderschön. Ja, ich lege es nachher nochmal hin.
Susan. Oh. Das ist wieder was Größeres. Ist leer. Blick in die Zukunft. Oh. Das erinnert mich ja total an dieses Spiel. Oh, ich weiß gerade gar nicht, wie es heißt, was sie rausgebracht hat, was so in Richtung Harry Potter geht. Ich habe es selber noch nicht gespielt. Bibliothek, irgendwas mit Bibliothek. Mir fällt es gerade nicht ein. Wo man die zwei Charaktere spielen kann. Oh mein Gott, ist einfach so cool. Wieder wunderschöne Tracker. Und dann hier ist der Start und dann kann man hier so lang laufen. Blick in die Zukunft. Du gehst zu einer Seherin, um dir deine hoffentlich goldene Zukunft für das neue Jahr voraussagen zu lassen. Du willst wissen, ob du dich immer an deine Sparpläne halten und genügend Geld beiseite legen kannst, um dir deine Wünsche zu erfüllen. Ist ja mal eine coole Idee. Doch die Seherin wurde überfallen und ihre Kristallkugel gestohlen. Hilf ihr bei der Suche und sie belohnt dich großzügig. Vielleicht findest du in den Büchern eine Lösung für dein Problem. Bei einer 1 bis 4 findest du einen Zauberspruch. Würfel einmal und spare den Betrag. Mega cool. Oh, ich freue mich. Ich freue mich. So, und jetzt bin ich gespannt, was in diesem riesen fetten. Er ist wirklich richtig fett. Ich weiß nicht, ob. Das kann man wahrscheinlich gar nicht erkennen. Aber er ist einfach so dick. Der ist richtig gut gefüllt. Mit einem Notizblock. Süß einfach. Wie süß. Ein Notizblock. Mega. Das ist die heutige Ausbeute. Und wir sehen uns morgen an Tag 18. Ciao.